Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS19 More. Du bist dabei, ich bin dabei. Schön, das hat schon mal geklappt. Und ganz viele fantastische Mods sind dabei und wir klettern erstmal ins Förderband rein. Das war ja schon mal hervorragend. Eigentlich wollten wir aber hier den Trecker, denn da haben wir ein Gewicht organisiert. Und jetzt würde ich noch gerne versuchen, ob wir da den Anhänger und das Förderband mitnehmen können. Aber ich glaube, an das Förderband kriegen wir nichts dran gehangen. Das heißt, da müssen wir mal gucken, ob wir den Anhänger noch wenigstens mitbekommen. Am Gewicht sollte das ja eigentlich funktionieren. Aber das Förderband, der Anhänger hat keinen Dings, ne? Doch. Sehr gut. Das Förderband auch noch mit. Denn, ja, wir wollen so ein bisschen Mistbastelei machen. Heute nämlich, meine sehr verehrten Damen und Herren draußen an den Fangsgeräten, werden wir zum ersten Mal unsere Türe füttern müssen dürfen. Nachdem sie 2 Tage geschmachtet haben. Es wird nämlich die Frage sein, wie schnell geht das jetzt? Und wenn ja, wie viele? Ja, 1000 Fragen. So. Das müsste eigentlich... Ich sehe jetzt nicht, warum es nicht gehen sollte. Ach, vielleicht wegen der Hydraulik? Da hängen ja die Schläuche runter. Die können wir auch nicht anhängen, so. Blöd. Na gut. Und die Schaufel haben wir auch nicht mitgenommen. Das Tolle ist aber, die können wir tragen. Nee, die können wir nicht tragen. Die können wir tragen. Nee, können wir auch nicht tragen. Doch, die können wir tragen. Die können wir nicht tragen. So. Jo, der Dünger ist auch fertig. Ja, wenn das mit dem Wagen hier nicht geht, dann müssen wir halt die Schaufel nehmen. Dafür haben wir dieses schöne Gewicht, das passt doch in Treckerfarbe, nur die Schaufel nicht. Die Schaufel können wir vielleicht umlackieren, wenn wir es denn wirklich jetzt drauf anlegen wollen. Aber ich glaube ja ganz, ganz ernsthaft nicht, dass euch das so wichtig ist, oder? Ich war gespannt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Achtet ihr bei sowas auf die Farbgebung? Guck mal hier, Tacho, alles animiert. Temperatur. Öldruck. Hier, das Ding zum Vorglühen noch. Hier, vorglühen tue ich auch immer am Wochenende. Ah. Ernsthaft? Ist es immer noch so, dass man glaubt, das wäre cool? Das finde ich übrigens ganz witzig. In unserer WoW-Gilde gibt es natürlich auch so ein bisschen das... Gefälle. Ist das freundlich formuliert? Ja, ne? Und interessanterweise sind die Leute, mit denen ich mich dereinst als Office auch umgab, als Weltleiter und Gildenleiter und so weiter, tendenziell eher die Leute der eloquenteren Expression. Und es gibt aber auch die Fraktion, die dann erzählt, boah, hier, weiß ich nicht, 30 Ex-Freundinnen am Wochenende werden eingemacht. Und ich finde das immer so ein sehr interessantes Sozialexperiment, weil natürlich die eine Gruppe die andere aushalten muss und umgekehrt, ja. Der eine denkt sich, was labern diese Schnösel da gerade von KPIs, OKRs und irgendwas. Und die anderen denken sich, Alter, auf welchem Niveau ist eigentlich dein Mist gewachsen? So. Wo wir gerade vom Mist reden, weißt du? Wollte ich jetzt noch den Mist unterbringen. Und ja. Zweifelsohne gibt es da diverse Ansichten, was denn dann cool ist und was nicht. Ja, die einen machen da mega Sport, die nächsten gehen golfen, haben dabei den Pullover mit den, ne, die Pulloverärmel vorne vor der Brust zusammengeknotet, ihr kennt das. Die nächsten gehen saufen. So. Ist halt interessant, ich finde das interessant. So, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann würde ich sagen, wir hängen das einmal komplett ab. Und holen, in der Hoffnung, dass das geht, mal eben kurz das Förderband ab. Aber da werden wir wahrscheinlich noch eine andere Konstruktion basteln müssen. Hallo? Warum? So. Gut. Ja, und außerdem können wir jetzt schon vorlaufen lassen. Wo ich denn hier meine Tastenbelegung auf meinem fantastischen Elgato XXL? Da wollte ich übrigens noch was zeigen. So, wir gehen mal hier drauf.
Da müssen wir erstmal schon mal zum nächsten Tag vorlaufen. Das ist ein bisschen langsam. Ich habe gerade geglaubt, der Hahn, ne? Der da auf der Mauer sitzt, der fliegt weg. Ich glaube, ich werde alt oder bekloppt oder beides. Vielleicht gehört das auch zusammen. Ich weiß es nicht. Kann man eigentlich die umfahren hier? Der gerade Nacht sieht keiner. Oh. Oh! Alter, was für eine Nacht ist das? Huch! So, ja. Und das Spannende ist natürlich jetzt immer... Oh nein! Oh, es schneit! Das ist natürlich ärgerlich, weil wir hatten ja es gerade gesät und ich bin mir nicht sicher, ob das gesamte Saatgut Schnee verträgt. In Temperaturen unter Null. Da müssen wir gleich mal schauen. Gehen wir hier am frühen Morgen. So, jetzt ist der erste Tag, wo wir rausfinden werden gleich, gemeinsam, was denn mit den Tieren los ist. Also, bleibt dran, liebe Freunde, bis zum Ende. Wir holen aber trotzdem kurz schon mal das Förderband, weil das wir gleich brauchen werden. Und ich hoffe echt, dass die... Man kann es halt nicht sehen, ne? Dass die Felder jetzt angehen. Wir müssen da auch noch mehrmals düngen. Das ist auch so eine Sache, die schade für... Oh, der Schnee bleibt liegen. Oh nein! Gut, kurz zur Erklärung. Die Straßen haben einen Winterdienst. Das heißt, ja, hier wird ordentlich Schnee geschoben. Aber das Interessante ist natürlich jetzt, wenn wir uns um die Tiere kümmern, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir die füttern. Füttern können wir nur vernünftig, wenn nicht zum Beispiel es schneit, weil dann schneit es auch in die Schaufel rein und so, oder auf den Hänger, habe ich gehört. Und der Hof geschoben ist. Der ist aber jetzt nicht geschoben. Wir eiern da rum. Ne? Das heißt, wir müssen dann, um die Tiere zu füttern, wir um den Hof fegen. Also das ist schon, ja, never ending story. Da 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 da. Jetzt bin ich gespannt, ob es am Hof liegen geblieben ist. Weil es ist ja so ein bisschen... Heißt eigentlich Tauwetter, ne? Also 0 Grad, da bleibt er noch liegen. Aber ich bin eher gespannt, was jetzt mit den Tieren passiert. Wenn man das nächste in die Schaufel geht, machen wir mal eben kurz die Schaufel auf. So. Und dann hier sind die Bumpers. Oder wie heißen die Dinger? Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir die meiste Zeit mit dem Güldner rumfahren, weil es einfach irgendwie Spaß macht? Wieso bleibt das eigentlich so im Schnee? Hä? Wieso ist der Wald so unter Schnee? Übrigens, merkt ihr was? Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt schon mal darauf hingewiesen habe. Ihr wisst es natürlich, weil ihr habt das, glaube ich, auch schon mal in den Kommentaren geschrieben. Es sind keine Leute auf der Straße. Also die gehen da wirklich ins Haus rein und haben keine Lust, nass zu werden. Finde ich auch schön. Oh, Winterlandschaft. Und hier am Trecker wird jetzt, ne, ihr seht ja der Schnee jetzt an den Reifen statt die Kacke. Der Acker. So, und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden wir rausfinden, wie es mit den Kühen so bestellt ist. Übrigens würde mich mal interessieren, ob es noch größere Schneeflügel gibt. Also, dass wir die noch größer haben. Und ich hätte gerne endlich mal einen vernünftigen Unimog. Mit dem würde ich das gerne machen. Weißt du, so... Ah, das wäre schön. Wenn ihr also einen guten wisst, denkt dran, das ist nicht böse, wenn die Links nicht angezeigt werden. Das dient einfach nur der Sicherheit meiner Zuschauer, weil da ja weiß Gott was gepostet werden könnte zu irgendwelchen komischen Seiten. Aber ich sehe die Links dann und gebe sie frei, wenn sie in Ordnung sind. Das geht mit dieser Schaufel zum Beispiel nicht. Gut. So, das heißt, wir müssen zumindest immer hier... Guck mal, die Reifen gehen auch in den Schnee. Ist das toll. Wir müssen zumindest hier für den Winterdienst uns überlegen, wie wir... Wow! Wie wir das dann machen. Ich warte jetzt mal eben hier an die Seite. Denn jetzt, meine sehr verehrten Damen, ist es soweit. Werden wir einen Trecker...
werden wir einen riesen Aufwand mit den Tieren haben. Ist das toll? Diese Stimmung alleine schon. Wir schauen. Oh. Das bedeutet, wir müssen jeden Tag quasi, im Winter jetzt besonders, wenn es kalt ist, Stroh nachfüllen und Wasser nachfüllen. Alright. Das heißt, wir wollen irgendwie so ein riesen Wasserfass, was wir da hinstellen, immer leer machen. Autsch! Gut, ich hole mal eben kurz hier den... Wieso fährt denn der noch? Wäre doch sonst so ein Spardring drin. Achso, und die andere Frage ist natürlich jetzt, geht das noch an? Oh weia, oh weia, oh weia. Blau. Es zeigt auf jeden Fall im Wachstum an. Es zeigt nicht an Krautung fehlgeschlagen. Ja, warte mal, hier können wir hier stehen lassen. Wir müssen ja eh gleich wieder... Können wir mit dem hier auch Schnee pflügen? Ja, mit dem Fendt. Sieht ja auch bestimmt geil aus. Der steht vor allen Dingen schon hier in der Scheune, wo wir unbeschadet davonkommen. So, dann fahren wir mal. Müssen wir überhaupt? Oder können wir auch? Warte mal. Wir müssen ja jetzt eigentlich nur erstmal die Wege freischaufeln, wo wir hin müssen. Da können wir einfach nur an den Fendt jetzt hier. Ich fahre die ganze Zeit so komisch, weil ich das Gewicht irgendwo hin tun will, aber. Ich bin ja wieder zu blöd, das runterzulassen. So. So. Und dann können wir jetzt mal eben Schnee schippen. Beziehungsweise wir machen das so, wir machen den Schneeschieber einfach vorne dran. Da, wo wir herfahren, da wird dann halt weggeschoben. Und dann fahren wir ja jetzt halt zu den Scheunen, die wir brauchen. Das ging übrigens auch, glaube ich, mit Cosplay. Das ist einfach so schön hier. Warte mal, da müssen wir also ganz teilig hier die Idiotenlampe anmachen. So. Wir dürfen nicht zu schnell fahren. So, dann müssen wir hier zu unserem... Erstmal zu unserem Stroheinstreuer. Den Futtermischwagen brauchen wir noch nicht. Olig, Zapfwelle dran. Jetzt wieder falsch rumgefahren. Ja, hier ist er überdacht. Können wir hier noch ein bisschen freischieben. So, liebe Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten verwinterschneiten Folge. Dann werden wir die Tiere füttern und wir werden mal gucken, ob dann am nächsten Tag, ob wir da irgendwas machen können hinsichtlich, das ist aber jetzt ein bisschen komisch. Oh, das ist aber wirklich ein kleiner Bug. Ob wir das machen können, irgendwas machen können bezüglich der Miste. Meine Miste. So. Ah ja. Warum ist denn jetzt hier... Jetzt. Okay. So, die Frage ist jetzt, ob wir den hier stehen lassen. Und dann den Futtermischwagen holen, den an die andere Stelle da hinten fahren, immer nur den Trecker davor klemmen, den wir den brauchen. Beziehungsweise wir können den jetzt eh so stehen lassen, wir können den anderen Trecker dafür nehmen. Ah, nee, wir brauchen den für die Miste. Das ist ja blöd. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, dann wieder im Winter. Daumen da lassen, nicht vergessen.